Gut, ich glaube, wir haben da die zwei akademischen Minuten verstreichen und ich würde mal starten mit dem Einstieg in die Version 1.0 von One Broker, Prozess Building. Wir sind hier zu zweit am Bildschirm. Ich kann das vielleicht kurz zeigen. So. Das ist neben mir der Patrick Luder, der als Gastreferent so freundlich ist und da ab und zu etwas aus der Praxis erzählt. Er ist also einer von euch, von den Broker. Und das bin ich von der Seite 5 Informatik. Christian Lohr ist mein Name. Ich bin da seit 20, 30 Jahren mittlerweile im Brokergeschäft unterwegs. Und wir sind eben unterwegs mit einer neuen Software, die ich jetzt heute gerne mal zeigen möchte, wie wir vielleicht Branchen ein bisschen anders aufgelöst. Patrick, vielleicht auch du noch heute zwei, drei Worte zu dir. Ja, Patrick Luder ist mein Name, RVA Versicherungsbroker AG, bin Mandatsleiter und Partner, auch schon länger im Versicherungsmarkt tätig, als Broker noch nicht so lange, aber bin damals zur RVA dazugestoßen und ja, wir kümmern uns im Moment genau um die Sachen, wo der Christian Lohr und One bzw. Five Informatik dran ist, da noch marktgerecht zu bleiben für die Zukunft oder marktfähig zu bleiben. Gut, merci vielmals. Also, da übernehme ich für die nächste Phase. Ich tue zuerst kurz ein bisschen zeigen, was so im theoretischen Ansatz die Ausgangslage ist, wo wir uns überhaupt bewegen. Dann sehen wir mal so das Gesamtbild. In einer zweiten Phase zeige ich selbstverständlich eine Live-Demo, wo wir eins zu eins sehen, was das Ding kann und wie das funktioniert mit der automatisierten Prämienkontrolle. Also. Gut. Das ist eigentlich unsere Mission. Unser Ansatz ist, dass wir nicht bloß digitalisieren wollen. Also, wir sind nicht zufrieden, wenn man einfach irgendwo ein Dokument kann scannen kann und elektronisch in einem Filesystem ablegen, sondern unsere Idee ist, dass man nachher mit dem Material tatsächlich kann arbeiten kann. Und zwar automatisiert kann man arbeiten. Der Fokus, den wir gewählt haben im Brokermarkt, ist relativ simpel und geradlinig. Das ist die Prämienkontrolle. Dort ist die Schwierigkeit eigentlich bekannt. Seit Jahren kämpfen sich da alle Broker durch mit unterschiedlichen Prämienrechnungen, die da auf verschiedenen Kanälen reinflattern. Man muss die Prämienrechnungen nachher irgendwie kontrollieren mit einem internen System. Es gibt Rücksprachen mit den Versicherungsgesellschaften, für das dann endlich am Schluss der Kunde eine kontrollierte, visierte Prämienrechnung bekommt. Sehr aufwendig, sehr vielseitig, sehr heterogen. Wir haben das mal im Detail analysiert und festgestellt, dass es eigentlich drei Problemkreise gibt. Erstens ist es die Thematik Input, wie die Rechnungen daherkommen. Es sind nicht nur unterschiedliche Formate, elektronisch und papiermäßig, sondern es ist auch eine unterschiedliche Qualität. Manchmal ist es sehr gut, in anderen Fällen fehlt manchmal etwas und zum Teil ist auch sehr wenig Information da. Und es ist mitunter ein Mengenproblem, gerade logischerweise auf Ende Jahr mit Januarfälligkeit ist dort eine sehr grosse Arbeitslast zu spüren. Der Kontrollprozess selber, wie er heute gehandhabt wird, ist die Schwierigkeit, dass man nur teilautomatisieren kann. Man kann vielleicht den Scanner gut einstellen, dass er schnell funktioniert oder automatisch irgendwo etwas ableitet, aber man wird sofort unterbrochen. Man muss parallel manuell Sachen machen. Es kommen elektronische Sachen rein. Man muss kontrollieren. Es gibt Medienbrüche. Man muss das Ding am Schluss wieder mit einem Begleitbrief ausdrucken, ein Papiervisum oder elektronisch machen. Also es gibt viele Facetten, die da händisch oder maschinell müssen gemacht und unterstützt werden. Und notabene ist am Schluss dann auch eine organisatorische Thematik, dass man dann wirklich auch von jeder Prämienrechnung weiss, ist sie durchgekommen, ist sie kontrolliert worden, ist sie noch bei uns hausintern oder beim Versicherer in Abklärung, wo ist jetzt noch immer das PDF, haben sie es schon geschickt oder abgelegt? Also da ganz viele Fragen, die dauernd ein bisschen organisatorisch den Broker beschäftigen. Was ist unsere Idee gewesen oder unser Anspruch? Wir nehmen alles Material, was es gibt auf dem Markt, egal ob das elektronisch oder physisch oder als Datei vorhanden ist. Und die sagen, wir schaffen da als Prämienrechnung. Wir konsolidieren das. Es ist alles eigentlich das gleiche inhaltliche Material. Also wollen wir mit dem auch gleich können schaffen. Das Ziel ist, dass wir das ganze Material irgendwo in ein Körbchen hineinschießen, in einen Verteiler hinein. Und
hinten dran soll eigentlich automatisiert den Prozess, das ganze Material abarbeiten und die Prämienkontrolle für uns vornehmen. Das Ergebnis soll sein, dass der Kunde eine kontrollierte Prämienrechnung bekommt, mit dem angehängten PDF dazu. Und unterwegs soll unser CRM, unser Verwaltungssystem, ein elektronisches Visum bekommen, dass man klar nachvollziehen kann, welche Rechnungen sind kontrolliert und durchgegangen wurden und welche noch nicht. Selbstverständlich haben wir um das Ganze herum nicht nur einen Automatismus bauen. Das wäre ja zu schön, das anzunehmen. Vielfach sind natürlich auch Fehler drin, es gibt Differenzen, Probleme, die man muss handhaben. Dementsprechend haben wir eine Verwaltung drum bauen, die Lösung One, wo jetzt ganz explizit die Prämienrechnungen auflisten kann und man dann sieht, okay, in meinem System sind sehr viele Rechnungen durchgelaufen. Ich sehe relativ schnell, welche sie kontrolliert oder welche sie noch nicht kontrolliert, wo muss ich also eingreifen, weil irgendwo ein Fehler oder ein Problem war. Ich werde vom System nachher auf den Fehler aufmerksam gemacht und kann ganz explizit auswählen aus vorgesehenen Entscheidungen, was ich jetzt in diesem Problemfall mache, für den Prozess nachher weiterzulaufen. Das ist der gleiche Prozess, der wieder übernimmt und am Schluss das gleiche Resultat eigentlich wieder dem Kunden schickt, eine kontrollierte Prämienrechnung und ein kontrolliertes Verwaltungssystem im Hintergrund. Wenn wir das alles zustande bringen, resultieren folgende Elemente daraus. Wir haben eigentlich uns nicht mehr darum zu kümmern, was den Input betrifft. Die Daten können in irgendeinem Format daherkommen. Es ist grundsätzlich auch gleich, welches Verwaltungssystem das Sie brauchen. Wir können mehrere Verwaltungssysteme ansprechen. Im Extremfall können wir sogar ganz simple Excel-Tabellen nehmen, wo die Verwaltung von Verträgen und Prämienrechnungen drin abgebildet wird. Ein sehr grosser Vorteil ist der Parallelbetrieb, dass wir sowohl automatisiert Prämienrechnungen dunkel verarbeiten können, wenn sie tatsächlich richtig sind und korrekt laufen, aber auch parallel können manuell den Prozess ergänzen, sodass nachher eigentlich das ein Hand-in-Hand-Spiel ist zwischen einfachen manuellen Eingriffen, dort was nötig ist, und zwischen Automatisierung, dort was möglich ist. Das Ziel ist klar, eigentlich auch das, was man heute mit viel manuellem Aufwand erreicht, soll immer das gleiche Ergebnis beim Kunden ankommen, nämlich eine kontrollierte Prämienrechnung. Aus dem heraus ergibt sich dann so ein bisschen unser Slogan: Wir haben den Anspruch, für alle Prämienrechnungen einen Prozess zu machen. Was natürlich einen entsprechend hohen Effizienzgewinn bedeutet. So. Das wäre mal so ein bisschen der theoretische Ansatz, in welchem Umfeld bewegen wir uns und was ist unser Ziel, mit diesem Tool zu erreichen. Bevor ich jetzt über switche in eine Live-Demo, wo wir nachher 1-2 sehen, was da effektiv genau am Laufen ist, würde ich kurz umblenden wieder und vielleicht das Wort schnell an Patrick übergeben. Er ist da schon seit längerem mit uns unterwegs und du kannst vielleicht kurz erläutern, wie dir da seid, auf die Idee gekommen, mit uns auf den Zug aufzuspringen. Yes. Ja, der Ursprung ist mir nicht mehr ganz bekannt. Es war mal so mein neues E-Mail, glaube ich, gewesen. Das Telefongespräch daraus ergeben und ein persönliches Treffen zwischen der RV und Five Informatik. Und dort ist uns das, was der Christian jetzt gerade präsentiert hat, uns auch präsentiert worden. Wir haben das zur Kenntnis genommen. Das klingt relativ gut. Verhält das so, geht das so. Ich war relativ schnell auf dem Boot und ich fand, da machen wir doch mit, das interessiert uns. Nicht zuletzt, weil ich noch in meiner Hochschule eine Thesis im Schreiben war, die genau über so Digitalisierungsmöglichkeiten oder Automatisierungsmöglichkeiten für einen Versicherungsbroker betrachtet, analysiert wird. Und darum war für uns ganz klar, dass wir da im Boot sitzen wollen. Und so hat sich das vor Corona Anfangsjahr das angefangen und bis heute weiterentwickelt. Gut, okay. Merci vielmals für kurz den Einstieg zu geben hier. Also, dann übernehme ich wieder und würde jetzt gerne mal zeigen, was das Ding effektiv hergibt. Ich tue da kurz wieder umschalten auf mein Bild. So. Und switche da mal über. Also, dann haben wir jetzt hier eine Live-Umgebung mit ein paar Testdaten parat gemacht. Und ich werde dir kurz zeigen, was jetzt da effektiv unsere Ausgangslage ist. Ich gehe da mal rüber. Und habe da so eine ganze Serie von verschiedenen Testdaten gesammelt
wo wir jetzt eben genau das antreffen, was der Broker Tag für Tag eigentlich auch in seinem Büro antrifft. Klassischerweise sind das wahrscheinlich Prämienrechnungen, die auf Papierform durchkommen. Die legt man auf einen Scanner und die kommen da so ein bisschen in durchschnittlicher Qualität, schwarz-weiß, daher, sind dann als elektronische Datei verfügbar. Das ist so die grundsätzlichste Variante. Es gibt selbstverständlich auch die vornehmere Variante im PDF-Bereich, wenn die Versicherungsgesellschaft uns das sogar elektronisch zustellt oder zur Verfügung stellt über ein Portal, dann ist sicher die Qualität von diesem Dokument viel besser. Der Einzahlungsschein ist da dementsprechend einfach vorgedruckt, wo man könnte nutzen. So, das ist so ein bisschen die zweite Variante. Die dritte Variante ist dann die elektronische Version. Das ist das Format, das die B2B vordefiniert haben. Da haben wir zwei Formate im Markt verfügbar, von unterschiedlichen Gesellschaften gebraucht. Das zehnte Format ist 4.1. Da sehen wir den relativ schnell. Da sind sehr gute Daten drin. Ich finde sehr schnell ein tolles Policy-Nummer, vielleicht auch eine Versicherungsperiode, einen Betrag, der da drin ist. Das ist Version 4.1, die einfach Daten liefert. Also da haben wir Dateninformationsmaterial, die wir können brauchen. Und dann gibt es nachher noch die Version 5.2, die ebenfalls über das IGB2B-Format angeboten wird von diversen Versicherungsgesellschaften. Sieht genau gleich aus. Auch da haben wir wieder strukturierte, gut lesbare Funktionen und Daten drin. Zusätzlich ist dann ein Attachment drin. Das ist eigentlich die vollständig digitalisierte Prämienrechnung, die hier drinnen versteckt ist, wo man aber in Form von einem PDF elektronisch kann auslesen kann, wenn man das File hier elektronisch kann verarbeiten kann. Das ist also die Ausgangslage, was der Broker heute irgendwo über all seine verschiedenen Kanäle antrifft. Und wie gesagt, unser Ziel ist jetzt eigentlich wir nehmen da die ganzen verschiedene Möglichkeiten, wir kopieren da mal alles, wir können uns ja vorstellen, das käme über verschiedene Kanäle rein und habe jetzt da nebendran so ganz einfach mal so ein Input-Verzeichnis parat gemacht, wo ich die Files drin kopiere oder dort drin laufen. Wir können da den Scanner einstellen zum Beispiel, wo nachher direkt in das Verzeichnis hineinschafft. Und jetzt sehen wir, im Hintergrund fährt der da an, der Prozess ist also auf das Verzeichnis gesteuert und schaut da irgendwie alle 5 Sekunden, schaut, ob etwas drin ist und dementsprechend die Dateien, die da drinnen sind, abarbeiten. Daten, die da drinnen versteckt sind, rauskristallisieren und mit Hilfe von diesen Daten nachher die Verarbeitung anstoßen, Kontrolle machen und schauen, ob er das verarbeiten kann. So, eigentlich könnte ich jetzt aufhören und sagen, ich bin fertig, mein Körbchen da hier ist ja leer. Aber selbstverständlich interessiert uns jetzt das Ergebnis. Das Ergebnis, das wir erreichen wollen, haben wir ja gesagt, wäre eigentlich eine kontrollierte Prämienrechnung beim Kunden. Ich habe jetzt hier mein E-Mail aufgeschaltet und sehe jetzt hier, ich habe 3 E-Mails reinbekommen. Das ist also live auf den 9. 11.15 ist da etwas reinbekommen. Wenn wir das anschauen, sieht also so aus, also ein standardisiertes Mail. Sehr geehrte Damen und Herren, in der Beilage Prämienrechnung von 1120 Franken. Und die Rechnung ist tatsächlich hier hinten dran angefügt. Besagte Prämienrechnung mit dem Betrag, wie wir ihn ursprünglich eingescannt haben, von der Papierrechnung oben gesehen. Unterwegs, weil wir sie ja kontrolliert haben, haben wir noch einen elektronischen Stempel drauf. Eigentlich sehr ähnlich, wie was heute physisch in den Büros passiert. Wo man sieht, wann ist das geprüft worden, durch wen, allenfalls ein Team oder sogar identifizierte Person, die für die Police verantwortlich ist, die man hier einblenden kann. Und selbstverständlich Jungen nachher ihr Logo und eure Absender, dass man dann sieht, welcher Broker das da zuständig ist für den Kunden. Das also als Ergebnis, was rauskommt aus dem Kontrollprozess. Wenn die Verarbeitung richtig ist, wir haben da so zum Spass mal noch einen französisch sprechenden Kunden drin, dann sieht das halt einfach ein bisschen anders aus mit der Formulierung auf seine Art. Dementsprechend wird der Versand vorgenommen, direkt an die E-Mail-Adresse, die ihr für einen Kunden definiert habt. Hier bei mir jetzt in der Spielzeugumgebung habe ich es klar mal auf ein internes Postfach geleitet, aber ich könnte das selbstverständlich direkt umleiten an die entsprechende E-Mail-Adresse, die beim Kunden vorgesehen ist, sodass ich gar nichts muss machen muss und hier eigentlich nur mein Postausgangskörbchen habe. So,
Das ist der Idealzustand. Wie hätte das System das können? Wir behaupten ja, dass sie 233,80 Franken wohl richtig und korrekt sind. Unser Prozess ist parallel zu der Verarbeitung im Verwaltungssystem prüfen, ob die Prämienrechnung so richtig und korrekt ist. Und das kann ich jetzt vielleicht zeigen. Ich habe parallel dazu hier das Verwaltungssystem aufgestaltet. Das ist eine klassische Versicherungslösung mit Stammdaten, Kunden, Policen drin. Ich kann das vielleicht kurz zeigen. Da kann man irgendwie einen Kunden aufrufen, der da bei euch betreut wird. So, da sieht man da, dass hier ein paar Stammdaten drin, ein paar Aktivitäten, wie der da platziert ist. Selbstverständlich gibt es zu dem Kunden auch eine Policenliste. Was hat der da alles für Verträge, wo wir die betreuen bei ihm. So, da finden wir da die verschiedenen Policen, die er hat. Und dann kann ich vielleicht beispielsweise eine einzelne Police noch im Detail anschauen. Und dort ist dann eigentlich das Grundlagematerial, das wir brauchen. Wir können zu entscheiden, ob und was für Prämienrechnungen da fällig sind. Sehen wir da mal eine Versicherungsgesellschaft und wir sehen selbstverständlich die Policennummer. Über das können wir eine Verbindung herstellen zwischen der PDF-Rechnung, die reinkommt. Wir haben Jungen drinnen, dann haben die Prämie gespeichert, wo darauf geführt wird. Wir haben Hauptverfall und Zahlungsart, die wir jetzt ausrechnen können oder das System selber eigentlich eine Erwartung kann machen kann. Was für Prämienrechnungen erwartet man auf diesem System oben? Und dann wird die Police nachher sagen, dass sie zum Beispiel eine Prämienrechnung erwartet von 160 Franken. Und das jährlich, jeweils per 1.12. Fälligkeit. Und das ist jetzt eine, die schon bereits kontrolliert und versendet wurde. Also da sehe ich auch den Status von dieser Rechnung. Für das Ganze jetzt ein bisschen zu vereinfachen, habe ich gerade die Liste aufgenommen von allen fälligen Prämienrechnungen. Das sind da die Policen, wo ich dann nachher die Rechnungen dazu habe reingeladen. Und wenn ich die Tabelle jetzt kurz aktualisiere, so, dann sieht man, da hat es doch bereits die drei Rechnungen, die gesendet sind. Und auch da sehen wir, das ist am 11.09., 11.14 Uhr oder 15 ist das passiert, dass er dementsprechend ist da die 200 Franken oder die 1000 Franken, wie wir vorhin gesehen haben, eben visiert hat. Also er hat kontrolliert, die gibt es, die Rechnung, und die habe ich am Kunden verschicken, also tue ich die auf gesendet setzen und drei Stellen per Wende sie das machen können. Im Gegensatz zu vielen anderen Rechnungen, die da noch mit neu rumliegen, wo das System sagt, ja, irgendwann ist noch eine Prämienrechnung über 4000 Franken gekommen für die Police, aber die ist noch nicht durch, also ist das noch pendent vom System hier erwartet. Das ist also der vollständige Kontrollprozess, wo unterwegs die Verwaltungsdaten überprüft und wenn es richtig ist, bis hinten raus am Kunden das PDF mit der Anweisung, dass sie gekontrolliert, weiterschickt. So gut, so viel, so gut. Das ist der Idealzustand, falls das als Dunkelverarbeitung von A bis Z klappt und richtig ist. Und selbstverständlich ist das Leben ein bisschen komplizierter und es gibt unterwegs manchmal eine Fragestellung oder eine Problematik, wo wir jetzt nicht automatisch selber entscheiden, sondern wo der Broker muss entscheiden im Sinn von seiner Fachkompetenz. Und für diesen Zweck haben wir eine Lösung bauen, die jetzt den Prozess begleitet und überwacht und zeigt, was der macht und was der kann und wo der ist, bleiben stecken oder was der verarbeitet hat. Dieser Lösung sagen wir One und da drinnen sehen wir jetzt, wenn ich das aktualisiere, hier, dass es verschiedene Prozess-Billings, also Prämienrechnungskontrollen hat. Ich sehe auch hier sofort den Zustand, drei sind bereits erledigt, die anderen sind noch on the road, also da ist noch irgendetwas am Laufen, wo man etwas muss machen. Selbstverständlich kann ich die nachher ein- oder ausblenden, dass ich mich in der Regel nur noch mit den Pendenten muss bemühen und nicht mehr noch die Erledigten muss anschauen. Aber ich kann vielleicht zuerst ganz schnell den Erledigten zeigen, wenn wir wieder da auf die gleiche Verarbeitung kommen, die wir vorhin schon ein bisschen gesehen haben. Dann sehe ich nachher da im Detailinhalt drinnen sämtliche Schritte, die durch den Prozess durch sind abgearbeitet worden, automatisch. Also hat die Daten geladen, hat das CRM geladen, mit den Daten vom CRM, hat die beiden Sachen miteinander überprüft, ob er vollständig ist und die Prüfung kann durchführen kann. Wenn ja, geht er die Prüfung machen. Wenn die Prüfung korrekt ist, tut er das CRM aktualisieren und den Kunden informieren, indem er ein Mail schickt.
alles erledigt. Ich sehe da nach wie vor noch die Rechnung, die wir dann zumal geschickt haben, mit den Angaben, die drauf waren, also 1:1 nachvollziehbar auf jeden Detailschritt, was das System hier für mich automatisch erledigt hat. Ja. Wenn es jetzt nicht so einfach durchgelaufen ist, dass er selbstständig durch ist, hat er hier unten, bei denen, die nicht automatisch sind, bis zum Abschluss kommen, einen Prozessschritt, wo ich jetzt sage, wo er ist bleiben stecken. Klassiker sicher Differenz prüfen. Also auf dieser Rechnung hier hat er jetzt herausgefunden, da ist eine Differenz. Das ist der letzte Schritt, wo er ist bleiben stehen, um 11:22. Dann sehe ich hier sofort alle Informationen, die er kennt hat, aus der Prämienrechnung, die er aus dem PDF herauslesen konnte. Ich sehe hier nach wie vor das PDF, was mich interessiert. Kann ich das physisch anschauen, wie das ausgesehen hat. Und er tut mir hier jünger sagen, was das Problem ist. 4,20 Franken ist die Differenz auf die Rechnung, die ich draussen im CRM gefunden habe. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, ganz explizit eine von vier möglichen Aktionen zu wählen. Was mache ich mit der Differenz von 4,20 Franken? Zum Beispiel, ich tue die Differenz akzeptieren wegen 24, mache ich nicht ein grosses Theater. Das ist eine kleine Abweichung, die lasse ich laufen. Ich schicke dem Kunden die Rechnung im Sinn von, die ist tatsächlich richtig und kontrolliert. Dann kann ich hier fortsetzen drücken und jetzt übernimmt der Prozess wieder automatisch und tut auch diesen Punkt sofort erledigen. Das heisst, im Hintergrund hätten wir den verarbeitet, visiert, hat dem Kunden neu jetzt hier oben 10:24 das Mail geschickt und erklärt dem, jawohl, die Rechnung ist kontrolliert worden, 954,20, der Originalbetrag, wie er drin ist, in der Prämienrechnung drin, wird also super erwähnt, so dass der Kunde sieht, was der Broker für ihn kontrolliert hat und dass er jetzt dementsprechend darf zahlen. Okay. Ein zweites Beispiel, das durchaus auch möglich ist, ist vielleicht die Situation, eine Police nicht gefunden. Das ist jetzt unglücklich, wenn er das, was da ist, per PDF reinkommt, nicht hat gefunden in eurem Verwaltungssystem. Dann zeigt er auch hier wieder, was er für Daten hat gefunden auf dem PDF. Das ist ein ganz schreckliches Beispiel. Der hat nicht einmal eine Policy-Nummer gefunden. Da ist ein ganz schlechter Inhalt drin. Sofort geht natürlich der Sachbearbeiter die Policy oder die Rechnung anschauen und sieht, oh nein, das ist falsch gelaufen, das ist ja gar nicht eine Prämienrechnung, da hat irgendjemand mit Drag and Drop in das Input-Verzeichnis ein falsches Dokument reingeschossen. Da gibt es manchmal noch etwas in Zwischenablage und schon Ctrl-V drückt und da ist das Falsche drin. Wir tun alles verarbeiten, auch Fehler werden hier eigentlich aufpoppen und zeigt, so dass man klar kann dezidieren, ist das etwas, was ich weiterverarbeiten will, oder in dem Fall ist das etwas, was ich abbrechen will. Der Prozess tut wieder fragen, ist das eine korrekte Police, die kannst du verbinden, oder ist es eben keine Police, dann tue ich ab. Abbrechen und tue das Ding hier mit Abbrechen abschließen. Das heisst, es geht kein Mail aus, es wird nicht kontrolliert und korrigiert, sondern dann wird hier oben einfach als erledigt markiert. Es gibt die zweite Situation, wo man vielleicht ohne Police jetzt nicht findet. Nicht, weil jetzt irgendwie das ein falsches Dokument ist, sondern weil jetzt vielleicht beim Auslesen oder bei der Datenlieferung oder in unserem Verwaltungssystem genau das Nummer nicht zu finden ist tatsächlich. Ich habe es jetzt hier ein bisschen provoziert, ich habe da extra falsche Nummern auslesen vom System. Wenn wir dann physisch schauen, auf dem Dokument, sehen wir dann, aha, das wäre da T30 918, oder? Dementsprechend habe ich jetzt die Möglichkeit, direkt an dieser Verarbeitung hier zu sagen, du Prämienrechnung, du gehörst auf die Police von der 5 Informatik 918. Und hier drinnen habe ich jetzt 1:1 ein Abbild von all meinen Policen, die ich in meinem CRM-System gespeichert habe. Also ich muss jetzt nicht irgendwie aussteigen und etwas suchen und da von Hand eintippen, sondern in diesem Chooser ist das ganze CRM von der Policenverwaltung zu finden. Dementsprechend kann ich auch suchen. Und wenn ich da genug präzise suche, finde ich dann auch dementsprechend die Police. 918, tue die dort zuordnen und sage jetzt, jawohl, ich habe die Police gefunden in meinem Verwaltungssystem, du kannst es wieder übernehmen und du fortsetzen. So. Dann übernimmt der jetzt mit einem Prozess wieder und tut fortfahren. Schaut, was jetzt passiert. Dummerweise ist jetzt die Police halt nach wie vor bleiben stehen, weil jetzt das auf der Prämienrechnung steht, nicht dem entspricht, was wir im System erwarten. Und zwar, was ist da passiert? Die Rechnung selber erwartet 200 Franken.
Er sagt aber, ich habe im System gar keine offenen Rechnungen mehr gefunden. Also es ist offen, gar nichts pendent im Verwaltungssystem. Ich kann auch hier direkt auf das Verwaltungssystem zugreifen und sehe, ah, ist das schon erledigt drin? Jawohl, die Prämienrechnung von 203 Franken, die habe ich offensichtlich schon visiert. Jetzt könnte es sein, dass ich vielleicht zweimal das gleiche PDF eingescannt habe, aus irgendeinem dummen Grund. Also merkt das System, ich schicke nicht zweimal dem Kunden etwas schicken. Wenn ich es einmal schon geschickt habe, ist das da hier auf erledigte Prämienrechnungen, das kann ich sehen. Also tut das nicht automatisch es zweimal machen. Also könnt ihr ja hier sagen, oh, das Dokument ist eigentlich gar nicht nötig. Ich tue das vielleicht als Dubletten. Dubletten ebenfalls abschließen, so dass mir das nicht mehr in den Weg kommt. Also solche menschliche Fehler, die da vielleicht vom Input her könnten passieren, kann man unterwegs erkennen und handhaben und abarbeiten. Gut. Dann haben wir vielleicht noch so eine dritte Variante von Kommunikation und Bewegung, die man machen kann, wenn jetzt da irgendetwas fehlt oder nicht richtig läuft. Wir haben hier ein Beispiel von einer Prämienrechnung über 8'000 Franken und das System sagt jetzt, ich habe eine Differenz von 4'000 Franken, weil ich habe eigentlich nur eine Rechnung gefunden von 4'000 Franken in deinem Verwaltungssystem. Sehr komisch. Also der liefert ja völlig falsche Zahl auf seine Rechnung gegenüber dem, was wir erwarten. Sofort geht der Sachbearbeiter schauen, wie sieht die Police aus oder die Rechnung aus. Fängt da die Rechnung, die kommt eigentlich ganz sauber und toll daher und muss doch auch sagen, jawohl, 4'100 Franken ist doch genau das, was ich bei mir erwarte. Wieso schicken die so eine hohe Rechnung über 8'000 Franken und plötzlich sieht man dann, aha, da ist halt im Hintergrund irgendetwas pendent, also offenbar hat der Kunde da schon zweimal nicht zahlt und die Basler Versicherung hat das einfach zusammengenommen auf eine Sammelrechnung mit Mahngebühr drauf und will darum jetzt 8'000 Franken haben für einen Einzahlungsschein. Okay. Das ist jetzt vielleicht eine Frage zu der Abklärung. Ist das mit dem Kunden so abgemacht oder wie wollen wir das handhaben? Ich gehe jetzt mal davon aus, wir melden das dem Versicherer zurückmelden, Rückmeldung an den Versicherer und wir bitten den doch da zwei Rechnungen daraus zu machen. So. Und dann tue ich den Prozess jetzt mit dem Aktionsschritt weiterführen. Dementsprechend läuft der jetzt da in einen Status über, was heisst in Abklärung, immer noch pendent beim Versicherer, oder? Und auf der Seite Mailversand gibt es das eine Mail in eine andere Richtung. Das geht jetzt nicht eine kontrollierte Rechnung an Kunden, sondern das gibt jetzt eine Rückfrage an den Versicherer, also irgendwo an eine Balwas her. Wird jetzt da gesagt, wir haben von euch die Rechnung bekommen, die ist da hier angehängt und wir haben folgende Frage, könntest du bitte zwei Rechnungen daraus machen? So. Also die Himmelsrichtung kann man ansprechen, ich muss nicht aussteigen, nicht neues E-Mail, Outlook auftun, sondern ich kann direkt aus dem Prozess aus entscheiden, was wie wo läuft. Ich habe ja die Verbindung zur Versicherungsgesellschaft, ich weiß, wer dort unsere Ansprechperson ist, kann das dem direkt schicken. Gut. Spielen wir das Spiel noch fertig hier, gehen wir davon aus, der Kunde und die Versicherungsgesellschaft und der Broker haben da lange miteinander diskutiert, das wäre jetzt gleich wohl, die Rechnung zahlt, weil die schon so erstellt ist. Dann schicken wir also die eigentlich im Prozess weiter und sagen, in dem Fall wollte ich sie gegen das CRM abgleichen, tu doch das noch einmal überprüfen. So. Dann wird er logischerweise immer noch mit der Differenz bleiben stehen, weil ja 8'000 zu 4'000 immer noch nicht passt. Dann habe ich jetzt hier als Mensch die Eingriffsmöglichkeit und kann sagen, ja in dem Fall ist es eben nicht nur die Rechnung für 1.7.18, die da gebucht wird, sondern auf der Police sind eben noch weitere offene Rechnungen fällig. Also nehme ich noch die zweite, die 19er Rechnung auch rein, 2 mal 4'000, dann sind wir dann bei 8'000. Und die Differenz von der Mahngebühr, die wir uns schenken, da haben sie sich geeinigt, dass die nicht in Rechnung gestellt wird. Und da tue ich da noch einen freundlichen Kommentar am Kunden schicken, was man da hat ausdiskutiert und wie er sich jetzt so verhalten soll. Und kann jetzt mit einer Verarbeitung eigentlich die komplizierte Konstellation, eine Rechnung, zwei Buchungen, hin und her, Versicherungsgesellschaft, wieder abschließen und fortsetzen. Und dann sehen wir jetzt, wird ebenfalls zum erledigten Punkt hier drin, weil jetzt hätte er weiterfahren mit dem, was ich ihm als Informationen mitgegeben habe.
Heisst also, auch wieder wie bekannt, der Kunde hat das Mail bekommen, wo drin steht, dass er jetzt da hier so die 8000er-Rechnung zahlen mit dem allfällig ergänzenden Kommentar dazu, dass er nachkommt, was da drin ist. Und was eben parallel dazu jetzt ebenfalls gemacht worden ist, wenn ich wieder in meine Verwaltung hineingehe, schaue, wo da jetzt die Rechnungen rumschwirren, tue da noch einmal schnell aktualisieren. Dann sehen wir jetzt, wir haben hier auf dieser Police, die wir vorher bewirtschaftet haben, jetzt zweimal 4'000 Franken visiert, mit der gleichen Verarbeitung, 11.31 Uhr, als gesendet markiert. Also ich habe so 1 zu N oder N zu 1 Konstellationen mit kombinierten Prämienrechnungen und meinem Verwaltungssystem eigentlich super manuell gegeneinander abgleichen. Das ist der Vorteil, den das System mit Flexibilität bietet. Gut, dann haben wir noch den letzten Fall, der aktuell relativ komplex und kompliziert läuft, nämlich der hier unten. Da habe ich mir schön gespart als Dessert zum Schluss. Daten vervollständigen. Da ist also einer, der bleibt stecken, wo ihm irgendetwas fehlt. Wir sehen da, der hat zwar wohl Informationen bekommen, was da für eine Rechnung rum ist. Weiss auch, woher mit dem, beim Kunden und bei der Versicherung, aber es fehlt das Dokument zur Prämienrechnung. Das ist jetzt ein IG B2B 4.1, Datenlieferung, wo nur Daten drin sind, aber kein PDF-Dokument. Das sehen wir hier auch noch, ich kann da nicht klicken, es kommt nichts auf. Darum unvollständig, der Prozess kann das nicht selber dem Kunden verschicken. Macht da keinen Sinn, dem eine Rechnung zu schicken ohne Attachment. Jetzt ist die grosse Suche nach dem Dokument, ist das doch noch per Post gekommen, können wir das jetzt irgendwie anfügen und zusammensetzen und dann so eine saubere Sache weiterschicken. Auch hier haben wir gefunden, das ist viel zu mühsam für einen Broker, wenn er jetzt da muss das überwachen und selber kontrollieren, ist jetzt zu dieser Police da etwas reingekommen, kann ich das noch manuell zusammensetzen, dass es weitergeht. Wir haben hier den genau gleichen Ansatz gewählt und gesagt, wir haben doch irgendwo an der Front vorne Möglichkeit, ein Dokument zu scannen oder parat zu machen, irgendeine Art. Da haben wir da mal einfach das Dokument, das beim Broker irgendwo reinfließt, über einen ganz normalen Kanal, sagen wir mal über Post. Über. Er tut das wie jedes andere Dokument auch, einfach scannen. Tut es da simulieren im Sinn, dass ich es einfach kopiere, oder? Und tut das genau gleich, wie er das mit den anderen 99% von den Dokumenten auch gemacht hat, einfach jedes Input-Körbchen reinschmeissen. Eigentlich egal, woher das kommt und ob jetzt irgendwie da schon Daten rum sind. Auch da tut der Prozess wieder alle 5 Sekunden das Dokument überarbeiten und schauen. Und der Prozess selber wird jetzt feststellen, dass zu dem PDF 917, den er hier physisch überkommt, er parallel dazu schon Daten hat. Und kann die beiden Sachen nachher miteinander verarbeiten. So, dass wenn ich jetzt reingehe, ist zwar der Posten hier immer noch pendent, aber er hat jetzt ein PDF bekommen und er sagt mir jetzt, dass er hier mit den fehlenden Eingaben eigentlich vollständig ist. Jetzt kann entweder ich selber sagen, in dem Fall kannst du ja fortsetzen, dann ist ja alles gut. Aber auch das ist eigentlich wieder eine mühsame Arbeit. Der Broker soll ja nicht müssen schauen, ob er jetzt irgendetwas fortsetzen kann. Und dementsprechend haben wir hier im Prozess, wir sehen es da ganz klein, bei diesem Schritt Unvollständigkeit, haben wir ein Uhrli einbauen. Das heisst also, das System selber, der Prozess selber tut alle 10 Minuten überprüfen, ob möglicherweise jetzt irgendeine von diesen unvollständigen Informationen mittlerweile vervollständigt ist worden. Und wenn sie vervollständigt ist worden, tut er selber automatisch den fortsetzenden Knopf drücken, so dass nachher der Prozess fortläuft, überarbeitet wird und wieder kann abgearbeitet werden, bis hin zum E-Mail, wo hinten rauskommt und beim Kunden jetzt bestätigt, dass auch diese Prämie mit dem PDF zusammen hat können kontrolliert und verschickt werden. Das also dann eigentlich wieder der Prozess, der übernimmt immer das schöne Hand-in-Hand-Spiel. Wie geht das hin und her? Was kann man automatisieren? Und wo braucht es Entscheidungen von irgendeiner Fachperson, für einen Automatismus zu helfen? Für am Schluss das Ziel zu erreichen, es ist ein Prozess, wo alle Prämienrechnungen drinnen können laufen. Das wäre so die Möglichkeit vom System selber, was es bietet. Wie gesagt, selbstverständlich interessieren am Schluss nur noch die Erledigten.
Nur noch die offenen, das heisst, im Moment hätte ich nichts mehr zu tun. Ich kann das noch einschränken auf meine oder alle, also wir können das personenspezifisch handhaben. Ich kann die ganze Sache auch gruppieren, so dass ich relativ schnell eine Übersicht sehe, was ist da noch alles pendent. Bei meinen Prämienrechnungen sieht es gut aus, ich habe keine Unterhold, ich habe nichts erledigt, also mein Spiegel ist eigentlich alles zusammen erledigt. So habe ich sehr schnell eine Übersicht. Bis dahin, dass ich natürlich auch suchen kann und irgendwie nach bestimmten Begriffen hier drin einen Blickwinkel wechseln von der einzelnen Verarbeitung, zum Beispiel über zum Kunden. Ich bin dann nachher auf der Kundenübersicht, sehe, was sie dort für Prämienrechnungen gemacht werden auf dem Kunden oben. Habe da schnell Gruppierungsmöglichkeiten, wo ich sehe, ist etwas pendent oder nicht. Gibt es neben Prämienrechnungen andere Prozesse, die am Laufen sind? Da sind wir dann nachher mehr beim Kundenberater, der ein bisschen aus dem globalen Blickwinkel raus das Ganze anschaut. Was ist pendent, was ist nicht pendent, bei welchem Kunden ist es so, welcher Sachbearbeiter ist da noch mit was unterwegs. Das ist der zweite Blickwinkel, wo dann natürlich, wenn die Verwaltung am Laufen ist und der Sachbearbeiter am Arbeiten ist, als Überblick kann gewählt werden. Gut. Was erreichen wir jetzt mit dem abschließend? Ich springe da noch einmal schnell rüber auf die letzte Folie von der Präsentation. So, dann ist das eigentlich der Endzustand, den wir erreichen. Wir haben links oben eigentlich genau gleich, die gleiche Ausgangslage. An der können wir ja nichts ändern. Wir tun die aber mit Intelligenz anreichern, so dass der Prozess in der Regel die kann verarbeiten zu einem grossen Prozentsatz. Und zwar, indem dass er parallel dazu noch gerade das Verwaltungssystem bewirtschaftet. Wenn das nicht ging, dann kann der Broker gezielt bei den paar Fällen, was nötig ist, eingreifen, Abklärungen machen und das Ganze im Prozess weitergeben. So ist dann eigentlich der aktuelle Automatismus. Okay. So viel mal zu der aktuellen Situation. Das ist das Ding, was es jetzt gibt, wo man kann kaufen und bewirtschaften. Dementsprechend möchte ich jetzt vielleicht kurz noch einmal das Wort übergeben an Patrick, der jetzt da so ein bisschen aus der ersten Erfahrungszeit heraus kann, mitteilen kann, was er jetzt da so ein bisschen erlebt und bewegt hat mit der erste Prämienrechnungen, die er dies kennt und lässt das System durchlaufen. Ja, dann alles gut, habe ich auch gedacht, als ich es zuerst mal gehört habe. Im Labor sieht das immer gut aus, gell, Christian? Ja, selbstverständlich. Die Skepsis ist doch vorhanden gewesen. Ich habe das jetzt wirklich mehrere Mal oder über Monate testen mit Rechnungen, die wir hatten. Nicht das, was der Christian manipuliert, vorbereitet, dass man es zeigen kann, sondern wirklich das, was täglich reinkommt. Es funktioniert sehr gut. Also ich kann sagen, die Dunkelverarbeitung ist irgendwo auch bei 85%, wo ich gar nicht mehr eingreifen muss. Und wirklich egal, wie es reinkommt. Also es kann 6ML sein, es kann ein PDF sein, wo ich per E-Mail bekomme oder wo ich scanne. Es funktioniert eigentlich alles, irrelevant in welcher Form dass es daherkommt. Ja, was habe ich? Ich habe eine massive Effizienzsteigerung. Eigentlich. Also meine Mitarbeiter, je nachdem, wie man als Broker aufgestellt ist, wenn man teurere Fachspezialist und nicht günstige Admin-Mitarbeiter hat. Ich kann die Mitarbeiter für sinnvollere Tätigkeiten einsetzen, also sprich nicht monoton oder langweilig. Machen muss es werden, wenn ich professionell unterwegs bin. Aber ich kann die Ressourcen andersweitig verwenden, wo ich einem Kunden noch einen besseren Mehrwert oder einen grösseren Mehrwert kann schaffen kann, anstatt die Aufwendungen zu auspacken und das manuelle überprüfen, ob jetzt die Prämienrechnung in der Ordnung ist oder nicht. Das im technischen System und sage ich, ja, sehr, sehr positiv überrascht, wie das eigentlich wirklich funktioniert. Gut, also, merci vielmal für den Input hier ein bisschen zum Praxisbezug. Das ist sehr wichtig. Auch da sind wir natürlich jetzt mit mehreren Piloten unterwegs und schauen da die Erfahrungen zu sammeln, die nötig sind, für das System weiter zu etablieren. Nichtsdestotrotz, ganz klar, das Ding ist nicht mehr nur ein Prototyp oder eine Demo-Version. Ihr habt jetzt gehört, das ist da live im Einsatz. Und dementsprechend habe ich natürlich auch die Idee, das jetzt möglichst an den Mann, sprich an den Broker zu bringen. Das Ziel ist, dass wir jetzt im September und Oktober relativ aktiv unterwegs ist und schaut, wo das Sinn macht, wo man das wirklich noch gerade in Betrieb nehmen kann, weil ich kenne natürlich die Branche schon. Im November wird mir zwar wohl jeder sagen, das ist ein super Ding, das hätte ich eigentlich schon ein paar gerne, aber ich habe gar keine Zeit jetzt aktuell, mich um so etwas zu kümmern. Und darum haben wir eigentlich ein Angebot vorbereitet, wo wir können anbieten. Ich werde das kurz einblenden und zeigen, wie das aussieht.
was wir da jetzt zusammengestellt haben, wo wir dem Broker anbieten können, im Sinn von einem Produkt, das kaufbar und einsetzbar ist. Das ist eine Standardofferte, die ich hier kurz zeige, selbstverständlich mit Kunden und Verkäufer. Es hat guten Umfang, auch ein bisschen zum Kennenlernen vielleicht von der Five als solches. Das sind sicher jetzt auch Broker, die noch nie mit der Five Informatik zu tun haben. Ich zeige kurz, wie der Inhalt funktioniert. Primär gibt es mal eine Übersicht im Sinne so ein von einem Management-Summary. In welchem Bereich tun wir jetzt das Produkt bei euch einsetzen? Also, wie sieht eigentlich euer Umfeld aus? Was habt ihr für ein Verwaltungssystem? Wie ist euer E-Mail organisiert? Wie ist die Scanning-Situation organisiert? Wo ist die Pfeilablage, wo man jetzt das Input-Verzeichnis macht? Also, da kann man mit zwei, drei Strichen auch irgendeiner nicht sachverständigen Person sehr schnell erklären, wie wird das System in Betrieb genommen. Interessanter wird es natürlich nachher dann, selbstverständlich auf der finanziellen Seite. Logischerweise sollten wir im Endeffekt auch irgendetwas verdienen an dem Ganzen. Unser Aspekt beim Pricing war, wir wollten möglichst ein skalierbares System machen. Also nicht, dass der Kleine da muss viel zahlen oder der Grosse hat eine riesen Menge Rabatt oder umgekehrt, sondern es soll eigentlich jeder ein bisschen helfen, da zahlen, im Sinn von, dass er auch profitiert davon an jeder Prämienrechnung, die ihm da automatisch kontrolliert wird. Und der Punkt ist, dass wir eigentlich verrechnen mit den Kosten pro Rechnung und pro Rechnung verlangen wir 1,90 Franken, verlangen, die verarbeitet wird durch das System. Wir haben das so ein bisschen abgeschätzt. Das ist ein Preis, der wahrscheinlich noch recht weit unter dem liegt, was euch die interne Administration heute kostet. Dass wir jetzt aber nicht einfach bei 100 Broker gehen installieren, die haben da mit Euphorie mal zwei, drei Mal durch einen Scanner durch ein paar durchgelassen und dann irgendwann ist der gleich November und sie merken, oh, ich habe gerade anderes zu tun gehabt und nicht Zeit gehabt und dann kann ich dann Ende Jahr vielleicht bei 100 Broker gehen, je 4 Rechnungen an 1,90 Franken abrechnen, das wäre nicht so eine coole Situation. Habe ich das Ganze in Paket geschnürt. Das heisst also, der Broker ist aufgefordert, sich selber zu entscheiden, welches Paket kaufen, irgendein ganz kleines, ein kleines, mittleres, grösseres oder ganz grosses, im Sinn von wie viele Prämienrechnungen erwarte ich, die ich pro Jahr über den Prozess Billing kontrollieren kann. Dementsprechend wird nachher ein Serix-Paket eigentlich gekauft mit 1,90 Franken. Das ist seine Pauschale, die nachher ihn berechtigt, auf das Paket, auf die Prämienrechnungen durch das System durchzulassen. Das gibt so ein bisschen eine gegenseitige Planungssicherheit. Ich weiss in etwa, was mir reinkommt und der Broker weiss in etwa, was ihn kostet. Und selbstverständlich kann ich noch müssen den zweiten Mechanismus einbauen. Nicht, dass jetzt einfach jeder Broker sagt, ja, okay, ich nehme einfach das kleinste Päckchen, das ist ja einfach mal das billigste zum Starten. Habe ich da gesagt, ja, wenn man dann das Päckchen überschießt und mehr als 600 Rechnungen braucht, dann verlange ich einfach 1 Franken mehr pro Rechnung. Dann ist der Broker logischerweise motiviert, möglichst das Päckchen zu kaufen, das auf seine Größe passt, sodass man gegenseitig auch mit einer möglichst grossen Transparenz und einer Fairness unterwegs ist, was da eingekauft und gebraucht wird. Das ist also der Mechanismus. Ein Päckchen kaufen zum Preis 1,90. Wenn man mehr als ein Päckchen braucht, dann würde man sinnigerweise ein grösseres kaufen von Anfang an. Oder sonst die 50 oder 100, die man halt darüber schießt, muss man dann halt dementsprechend mit einem gewissen Mehrpreis nachzahlen. Gut. So gesehen kann man sich da nachher selber einigermaßen positionieren, wo man etwa ist mit sein Brokerbüro, kann dann hinten dran ausrechnen, was das etwa für einen Preis würde ausmachen, wenn eben der Prozess die Arbeit von der Kontrolle abnehmen. Was wir jetzt natürlich wetten, ist, dass wir da im September und Oktober ein bisschen Gas geben können und die Entscheidungen ein bisschen vorwärts bringen. Dementsprechend habe ich ein Promotionsangebot 2020 gemacht. Das heisst also, alle Verträge, die ich unterschreiben kann, noch im 2020 innen, gebe ich zum Promotionspreis von 99 Rappen pro kontrollierte Prämienrechnung. Das ist ein bisschen der Slogan, den ich daraus herausbringen möchte. Es ist im Endeffekt nachher billiger als die Postmarke, die ihr aufs Kuvert klebt, wenn ihr es heute manuell verarbeitet. Dementsprechend jedes Mal, wenn eine Rechnung durch das One durch ist, könnt ihr noch eine Rappe ins Briefmarkenkessel tun und sagen, schon wieder eine Rappe gespart. Oder? Das wäre so ein bisschen der Aufhänger für aktuell einsteigen. Für die, die sich innerhalb von diesem Jahr noch entscheiden, können die ersten 12 Monate mit diesem Sonderangebot fahren.
Parallel dazu gibt es einmalige Einstiegspauschalen für das ganze System zu installieren, zu konfigurieren und in Betrieb zu nehmen. Das System selber wird aktuell nur vor Ort installiert. Wir werden mittelfristig auch mit einer Cloud-Lösung kommen. Aktuell ist es aber eigentlich eine Installation, die wir vornehmen auf eurer Infrastruktur mit der Schnittstelle zu euren bekannten bestehenden Systemen. In Betriebnahme Schulung, das haben wir alles zusammen auch in eine Pauschale reingepfercht. Das ist nicht unbedingt unser Fokus, dass wir jetzt an diesem Betrag hier gross etwas verdienen. Es soll einfach und schnell möglich sein für einen Broker, das System in Betrieb zu nehmen. Es soll nicht eine Hemmschwelle sein. Hier müssen wir riesen Investitionen tätigen, für das man das Tool kann nutzen kann. Auch hier dementsprechend ein Promo-Angebot, wo wir haben, die Kosten bei uns einfach halbiert und gesagt, wir steigen ein, dass es keine 1000 Franken mehr kostet, also unter 1000 Franken. Kann läuft das System bei euch oben auf APA Prämienrechnungen kontrollieren. Das auch wieder auf 2020 gesehen. Gut. Was gibt es weiter zu sehen? Ist noch in der Offerte im Detail. Wir stellen ganz kurz mal die Five Informatik vorstellen. Was ist das für eine Firma? Wieso kommt die auf die Idee, solche Sachen zu machen, wie ihr jetzt hier gesehen habt? Wir erläutern noch kurz auf einer Seite, erläutern, was sonst noch so das Spektrum ist. In der Five Informatik laufen noch andere Sachen. Das sind Produkte wie Alan, wie Scanning, wie Taxware, wie Infrastruktur, die da auch noch angeboten werden. Jetzt heute sicher hier nicht im Fokus in diesem Forum. Und notabene, selbstverständlich, tue ich auch das Produkt vorstellen, also den Prozess Billing, den ihr jetzt gesehen habt, wie es der Patrick vorhin gesagt hat. Klar, in einer Demo kann man immer alles zeigen. Hier drinnen ist explizit erwähnt, was das Ding kann, wie das funktioniert, was das erfüllt. Also, das ist ein gewisser Leistungsausweis, der euch auch so eine Sicherheit und Verbindlichkeit geben, was wir hier verkaufen und das ihr könnt brauchen. So. Und dann, wenn es dann wirklich konkret wird, haben wir das mal zusammengestellt, was brauchen wir im Sinn von der Installation, für dass der Prozess jetzt kann mit den verschiedenen Systemen kommunizieren und sich austauschen, haben wir auch da die technischen Rahmenbedingungen gerade formuliert, auch dass wir uns können an dieser Pauschale für das Installieren orientieren. Das sind die verschiedenen technischen Ausgangslagen, das wird die erste Tabelle eher den Techniker interessieren, die zweite Tabelle eher mehr ein bisschen organisatorisch, wie die wir die E-Mails formulieren, die da raus sollen an die Kunden oder Versicherer, ihr Logo einbinden in den Stempel, den wir auf das PDF raus tun und dementsprechend kann man das dann konfigurieren und den Prozess so laufen. Da also die administrative technische Infrastruktur, die es braucht, für den Prozess jetzt zum Fliegen zu bringen. Falls es aus einem Grund über die Standardinstallation rausging, bei komplizierten, grossen Unternehmen könnte das allenfalls der Fall sein, wären hier einfach unsere Standardkonditionen, dann müssen wir es dann individuell miteinander anschauen, selbstverständlich im Vorfeld definieren, was da noch für zusätzliche Dienstleistungen kommen. Darum hier mal transparent, Standardkonditionen. Bisher natürlich zum letzten Blatt, Nummer 10, wo es darum ging, jetzt zu sagen, okay, wir haben uns entschieden und starten per 1. Oktober, 1. November mit dem Teil operativ. Das ist die letzte Seite. Gut. So viel zum aktuellen Stand, was es also gibt, wie das aussieht und funktioniert. Und jetzt habe ich eigentlich alle Informationen mal sauber probiert rüberzugeben und gehe jetzt zurück und schaue vielleicht mal kurz ins Fragekästchen rein. Ich kann für den Zweck da wieder umschalten. So, ob ich irgendwo im Bereich von der Fragen. Input da. Jawohl. Dann muss ich das noch etwas grösser machen, sonst sehe ich das nicht. So. Ja, da sind doch zahlreiche Fragen reinkommen. Schauen. Kann man, wie gezeigt, ah, hier. Also kann One, wie gezeigt, auch hier ohne CRM-Anbindung genutzt werden? Jawohl, das kann ich eigentlich hier an der Hintergrundfolie vielleicht nochmal zeigen. Ich tue die schnell einblenden. Zu One selber tut ja gegen ein CRM kontrollieren. Das ist eigentlich die Idee. Aber wir sind in der Lage, dass nicht hier hinten dran irgendeine riesengroße Infrastruktur muss sein, sondern wir können hier nebendran noch ganz triviale Excel-Tabellen haben, ein File von Policen und ein File von Kundenverzeichnis. Und mit diesen 200 Tabellen können wir genau gleich arbeiten, wie wenn das irgendein tolles etabliertes Verwaltungssystem wäre. Geht also auch ganz einfach, ohne dass man muss ein CRM haben. Wer
Daten werden genutzt, um es zu matchen. Okay, die Frage ist vom Matching. Was lesen wir aus dem PDF aus, für das wir können sagen, wir haben die Rechnung gefunden im Verwaltungssystem oder nicht? Auslesen tun wir einzig und allein Policy-Nummern. Also wir orientieren uns explizit an der Policy-Nummer, die auf dem PDF-Dokument gedruckt ist oder wo ja da in diesem File mitgeliefert wird. Es ist so gesehen egal, was der Kunde hinten dran für einen Namen oder für eine Ausführung hat. Mit dem Nummer wird eigentlich die Verbindung gemacht und dann sagen wir Treffer oder eben Nicht-Treffer. Und es ist auch der Prozessschritt, der sagt, Policy nicht gefunden, dann muss man manuell aus dem Verwaltungssystem die richtige Policy selektieren, für das der Prozess wieder weiterläuft. Also, nachher kommt eine interessante Frage, ist das Tool schon für alle Versicherungsbranchen, insbesondere berufliche Vorsorge und Personenversicherungen, verfügbar? Das ist so, wir haben grundsätzlich aktuell ein Testset von über 100 verschiedensten Prämienrechnungen, die es gibt. Und sind dort bei einer Trefferquote von etwa 90%, die wir können automatisch verarbeiten können. Selbstverständlich ist das System jung und frisch auf dem Markt und ich bin sicher, dass wenn wir jetzt da bei Neukunden werden auftreten, werden sicher auch neue Prämienrechnungen von neuen Gesellschaften, wo wir bis jetzt vielleicht noch nicht Kontakt haben, auftauchen und dementsprechend müssen wir dort sicher nachhandeln. Ist aber vorgesehen so von der Entwicklung bei uns, das ist ein expliziter Teil, das Identifizieren von Prämienrechnungen. Und dementsprechend sind wir dort auch bewandert, dass wir relativ schnell arbeiten können. Also wir rechnen hausintern mit einem Aufwand zwischen 1 bis 1,5 Stunden, wo wir in der Lage sind, eine unbekannte Prämienrechnung neu zu identifizieren, für das wir die ebenfalls nachher elektronisch verarbeiten können. Also ich habe momentan nicht den Anspruch, dass wir bereits 100% können, was es gibt im Markt draussen, aber ich habe den Anspruch, dass wir in der Lage sind, alles das, was auf dem Markt existiert, können zu bearbeiten und nachzuliefern im Sinne von einer Verbesserung, Optimierung, Weiterentwicklung von diesem Produkt. Okay, vielleicht noch die letzte Frage und dann kann ich langsam abbrechen. Ich tue selbstverständlich alle Fragen am Schluss lesen und dann auch beantworten, wo ich weitergeben kann. Sind weitere Prozesse angedacht und wenn ja, welche? Das wären, das ist eine sehr interessante Frage, die tue ich euch dann ebenfalls stellen am Schluss vom Webinar, wenn wir abschließen, kommen noch 2, 3 Fragen und genau eine Frage daraus wird die sein. Ich persönlich habe 3 weitere Prozesse im Köcher, nebst etwa 10 anderen, die es durchaus auch gibt im Broker-Business. Die Idee ist ganz klar, dass wir Vollständigkeit herbringen und der Broker eigentlich vom Morgen um 8 Uhr, wenn er sein System startet, bis am Abend, wenn er wieder abstellt, die begleiten. So, dass er sein Tagesgeschäft eben automatisiert, Prozesse unterstützt, kann bearbeiten. Gut, also wie gesagt, es hat noch ein halb Dutzend weitere Fragen. Ich tue die in Ruhe dann noch beantworten und bewirtschaften. Ich will da nicht allzu weit in den Mittag reinkommen. Ihr gehört da noch per Mail von diesen Sachen. Ich würde sonst zu diesem Zeitpunkt hier eigentlich mal Merci sagen in die Runde rein. Das hat mich gefreut, dass ihr da seid eingestiegen, habt mitgelost und mitgeschaut. Ich hoffe, ihr habt viele Informationen bekommen, die euch etwas gebrungen haben, wo man hat können, ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen, was das ominöse Stichwort Prozessbilling jetzt effektiv ist und kann. Und das würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich euch auch weiterhin wieder höre und sehe. Wie gesagt, von mir aus gesehen ist die Zeitachse eigentlich jetzt angeworfen. Wir sind da hier jetzt voll auf der Rennstrecke und das Endziel, dass wir per November, Dezember können die grosse Masse Januar verwalten. Das müssen wir jetzt anpacken. Dann haben wir da im September, Oktober Zeit, das sauber zu etablieren. Und ich freue mich mit euch zusammen können, da den neuen Schritt in das neue Produkt zu machen. Wie gesagt, wenn ich das Webinar wieder verlasse, jetzt da, wird bei euch dann noch eine Folie aufpoppen mit 2, 3 Fragen drauf. Selbstverständlich bin ich sehr dankbar, wenn ihr dort noch die 2, 3 Kreuzchen macht. Dann habe ich ein kleines Feedback. Und ebenfalls Feedback von mir bekommt ihr noch zu den weiteren Fragen, die ich jetzt da nicht habe können, 1-2 online beantworten. Ich möchte vielleicht zum Schluss an Patrick noch heute ein Schlusswort geben, dass du dich auch noch kannst verabschieden. Ja, danke Christian. Ja, ich mache da gar nicht zu viel Werbung, weil im Prinzip hat ja nicht unbedingt ein anderer Broker den Vorteil haben, den ich schon da habe, seit ein paar Wochen und Monaten. Bist du mir nicht böse? Nein, natürlich. Sehr überzeugend. Ja,
Frage gestellt worden von nächsten Prozessen, eben so das Thema elektronischer Posteingang, wenn ich das so darf verraten, wo ich sehr gespannt bin drauf, was wir dort noch rausholen können. Aber ja, merci, dass ich dabei sein und das auch mal gesehen, wie du das heute präsentierst. Nicht mehr ganz gleich, wie es im Anfangsjahr präsentiert hast. Natürlich ein bisschen mehr Erkenntnis, aber nach wie vor sehr, sehr spannend. Merci vielmals. Gut. In diesem Fall wünsche ich euch allen zusammen einen guten und wir hoffen, dass man lange wieder sieht. Adieu miteinander.